Einmal im Jahr wird ganz Paris auf den Kopf gestellt. Alles ist völlig verkehrt. Oben ist unten und richtig ist falsch. Das einfache Volk strömt zusammen, um einmal seinen tiefsten menschlichen Wünschen nachzugeben. Respektlos, hemmungslos und närrisch zu sein. Nenne es, wie du möchtest, Festival der Narren, Fest der Narren oder einfach... Lahme Enten werden munter. Hier geht alles drüber, drunter, Stroh ist Gold, Kostüme sind gewagt, so ist unser kunterbunter Tag. Folgt der Rufe der Trompeten, Flüsschen, Diebe und Proleten strömen rein von Chartres bis Le Havre. Schwere Jungs, das leugnet keiner, sind im Januar noch gemeiner, jeder liebt den kunterbunten Tag. Wacht wieder auf. Das ist Quasis Freund. Hey, was soll das? Hat man dir nicht beigebracht, dass man anklopft, bevor man in eine Balkonparty platzt? Pardon, aber beim Fest der Narren ist es durchaus erlaubt, unangemeldet an einer Party teilzunehmen. Monsieur Knigge hat ganz recht, Hugo. Je mehr, desto besser. Drei sind eine Gruppe, ab vier wird's eine Party. Schließt neue Freundschaften, aber vergesst nicht... Schon gut, nicht, Laverne, ich habe verstanden. Als deine Freunde bestehen wir darauf, dich durch die Spiele des Festes zu führen. Schenkt mir Wein ein und lasst die Sau raus. Vor euch steht der beste Fremdenführer diesseits der Seine. Das liebe ich so an dir, Hugo. Du bist immer so bescheiden. Übrigens, wir sind in der Mitte der Seine. Ich darf doch sehr bitten. Somit begrüßen will ich nun zu dieser prachtvollen Komposition der Kostbarkeiten. Der unglaublichen Verrücktheit. Und dem völligen Chaos. Ganz zu schweigen von diesen kleinen Törtchen. All das macht dieses wundervolle Fest zweifellos zu einem kunterbunten Tag. Wenn du ein Spiel spielen willst, klick auf den Spielstein dort oben und triff deine Wahl. Hey, pass doch auf mit dem Ding. Tja, das kommt davon, wenn man immer im Weg rumsteht. Geh doch eine Nonne erschrecken. Entschuldigt bitte. Wenn du soweit bist, kann's losgehen. Klick dich durch. Oh, warte nur, bis du das hier spielst. Das ist der Wahnsinnsrenner. Ziegelpingpong. Ein klassisches Spiel, das den Verfall architektonischer Materialien symbolisiert. Ich übersetze mal, damit der Rest von uns das auch versteht. In diesem herrlich steinigen Spiel muss man eine Ziegelwand abreißen, indem man mit einem Granitschläger einen Marmorball dagegen knallt. Also im Prinzip stimmt's ja, aber nicht ganz. Wie meinst du das? Wisst ihr, Quasi hat an den Marmorbällen ein bisschen herumgemeißelt und jetzt werden wir wohl oder übel mit einer Kiste handgemeißelter Marmortauben Vorlieb nehmen müssen. Soll das etwa heißen, wir müssen mit kleinen Marmortauben spielen? Ja! Findet ihr das nicht auch toll? Das Spiel klingt von Mal zu Mal aufregender. Okay, dann lasst uns loslegen. Wir erwarten deine Auswahl. Hat ja auch lange genug gedauert. Wer als letzter da ist, ist ein altes Taubenei. Ich bin soweit. Gleichfalls. Du weißt, dass du immer alles brav wegpicken musst, was du unter deinem gefräßigen Schnabel bekommst? Psst, sie redet mit einer Marmortaube. Nun, ich glaube, ich habe endlich den ultimativen Steinwegpicker gefunden. Viel Spaß! Und los! Stets zu Diensten. Das Ziel dieses Spiels ist es, deine Mauer schneller wegzuräumen als dein Gegner seine. Bewege einfach Hugos oder meinen Ziegelschläger nach links oder rechts, um die Steintaube auf die Steine zu lenken, die das kunterbunte Bild verdecken. Der Spieler, der zuerst alle Ziegelsteine abgeräumt hat, erhält einen Spielpunkt. Ich brauche eine Ersatztaube. Hey, sieh dir die Auswahl an! Komm,
Täubchen, wetz den Schnabel. Der nächste, bitte. Das kannst du noch viel besser. Oh, ich liebe dieses Spiel. Benutz deinen Verstand. Komm zu Papa. Nächste Taube! Mach Staub aus ihnen! Halt sie schön im Spiel! Gut gezielt! Halte durch! Täubchen ist im Spiel. Macht weiter so, meine tollkühnen Tuchteltauben. Süßer Piepmatz. Neuer Vogel im Anflug. So, das machst du hervorragend. Und dieses Spiel geht eindeutig an Hugo. Ich hab gewonnen. Das war wirklich perfekt. Das läuft ja wie geschmiert. Na, wie sieht's aus? Bravo, sehr gut gespielt. Verewige deinen Namen für die Nachwelt. Spielball! Sei vorsichtig, oder willst du dir den Schnabel brechen? Gute Kondition! Dein Vogel scheint mir etwas lahm zu sein. Hier, ich gebe dir noch eine. Wer baut?
zu nichts zu gebrauchen. Gewagtes Manöver. Konzentrier dich. Die sehen ja alle gleich aus. Ihr macht eure Mama sehr stolz. Ein tapferer Marmorvogel. Was für ein Spiel! Bravo! Bravissimo! Lass die hier bloß nicht entkommen! Ist ja viel besser als mit richtigen Bällen. Das ist für das Nest in meinem Mund. Und dieses Spiel geht eindeutig an Hugo. Ich habe gewonnen, gewonnen, gewonnen. Gut gemacht. Eine wahre Freude. Sieh dir die Auswahl an! Trage nun deinen Namen ein, damit alle ihn sehen und bewundern können. Und jetzt zurück zum Glockenturm. Als deine Freunde präsentieren wir das Auswahlmenü. Haut in die Tasten und sattelt die Ziege. Wir spielen jetzt Schnappt den ab. Den meisten sicher besser bekannt als Jolly Bowling. Es ist ein Spiel und ein anschauliches Beispiel für die Anziehungskraft der Erde und andere physikalische Gesetze, die mit Ziegen, freiwilligen Zielscheiben und einem wasserfesten Abt zu tun haben. Du es glaubst oder nicht, Victor spricht die Wahrheit. In diesem Spiel geht es darum, Jolly die Ziege genauso hinzustellen, dass sie möglichst viele Narren in hohem Bogen von der Bühne schubst. Je mehr durch die Luft fliegen, desto mehr Punkte bekommst du. Lass dir von einem alten Profi einen gut gemeinten Rat geben. Charlie prüft immer erst die Geschwindigkeit und Stoßart anhand der Fahnen neben der Bühne. Also probier mal ein paar Kombinationen und ihre Wirkungen aus. Kinder, die auf Erwachsene hören, sind selten. Wir erwarten deine Auswahl. Ach, das war vielleicht spannend. Darf ich vorstellen, die einmalige, einzigartige Jolly, der Albtraum der Äbte. Weißt du, Hugo, Jolly versenkt den Abt gar nicht. Das passiert nur, wenn unser Freund einen Volltreffer landet. Ach, das ist doch Kleinkram. Zuerst wählst du auf der Bühne eine Bahn aus. Dann die Geschwindigkeit auf der Fahne. Und danach die gewünschte Stoßart. Zum Schluss gibst du Jolly das Zeichen zum Start und bon carambolage. Viel Glück. Thank you.
Achtung! Zielen! Feuer! Das läuft ja wie geschmiert. Los! Du hast wirklich den Bogen raus mit der Ziege. Damit könntest du mal auf Tour gehen. Achtung! Zielen! Feuer!
Treffer! Trage nun deinen Namen ein, damit alle ihn sehen und bewundern können. Klick drauf los! Wir treffen uns auf dem Balkon! Wohlgemerkt, eine ausgewogene Spielesammlung für groß und klein. Da wären wir. Dieses Spiel erfordert großen Mut und Ausdauer. Das bedeutet ja wohl, dass ihr beiden diesmal nur zugucken könnt. Hör auf, ich lach mich sonst noch tot. In hoch hinaus musst du dich durch verschiedene Luftströmungen steuern und gleichzeitig deine Ballons verteidigen, um nicht abzustürzen. Weißt du, die ganzen Narren warten nur darauf, deine Ballons abzuschießen, um zu sehen, wie du herunterpurzelst und wieder auf dem Boden der Tatsachen landest. Wenn ich dir einen kleinen Tipp geben darf, bring ihre Ballons zum Platzen, bevor sie das mit deinen tun. Es ist außerdem eine hervorragende Gelegenheit, etwas über die Eigenschaften edler Leichtgase wie Helium und ihr Verhalten in verschiedenen atmosphärischen Zuständen zu erfahren. Bla, 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 bla. Was wartest du noch? Hol dir die Kerle vom Himmel und hab viel Spaß dabei. Nun mach schon, was Laverne sagt. Amüsier dich! Du musst uns mitteilen, wie du das Spiel spielen willst. Also, wer soll für dich fliegen? Bitte, triff deine Wahl. Und gegen wen willst du antreten? Es geht doch nichts über Logenplätze bei hoch hinaus. Der Beste aus drei Runden gewinnt das Spiel. Fangt endlich an! Dieses lange Warten macht mich immer ganz kribbelig. Hiermit erkläre ich das Turnier für eröffnet. Wer wird umjubelt und wer liegt im Schlamm, fragen die Glocken von Notre Dame. Tritt weiter! Das bringt sie aus dem Gleichgewicht! Nutze die Luftströmungen! Hüte dich vor den Stelzenläufern. Sie versuchen, sich immer irgendwo festzuhalten. 10 Sekunden, Warnung! Beginnt die zweite Runde. Das heißt, die... Klick drauf los! Na, wie sieht's aus? Also, wer soll für dich fliegen? Bitte, triff deine... Und gegen wen willst du antreten? Ich glaube, jetzt sind alle aufgeblasen und flugbereit. Dann lasst uns anfangen. Starte die Uhr! Mach weiter so, mein Freund. Das hast du großartig gemacht. Ich glaube, es würde nicht schaden, sich etwas anzustrengen. Beginnt die zweite Runde. Stets zu... Du musst uns mitteilen. Also, wer soll für dich fliegen? Bitte, triff deine Wahl. Und gegen wen willst du antreten? Auf die Plätze! Fertig machen! Und Abflug!
Ballons, feine Ballons, feine Ballons, grün! Nutze die Luftströmungen! Achte auf die Luftströmungen! Ich glaube, es würde nicht schaden, sich etwas anzustrengen, denn es bleiben nur noch 10 Sekunden bis zum absoluten Spielende! Klick drauf! Wir erwarten deine... Also, wer soll für dich fliegen? Bitte, triff deine Wahl! Tu der alten Laverne einen großen Gefallen! Lass endlich ein paar von den Ballons knallen! Streng dich mehr an! Bis dann! Du solltest dich vor den langbeinigen Typen in den bunten Kostümen in Acht nehmen. Du musst dich mal ein bisschen ranhalten. Du hast nur noch 10 Sekunden. Sagen wir lieber 5 Sekunden. Hey, sieh dir die Auswahl an. Na, worauf hast du Lust? Such dir was aus. Die große Schlemmerschlacht. Ich dachte, man bräuchte für dieses Spiel eine Sondergenehmigung vom Gesundheitsamt. Das stimmt, aber wer sagt, dass man danach fragen muss? Es ist besser, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Was soll's? Eine kleine Essensschlacht hat noch keinem geschadet. Allerdings würde ich jedem für dieses Spiel abwaschbare Kleidung empfehlen. Die Regeln sind ganz einfach. Triff die anderen, bevor die anderen dich treffen. Und pass gut auf deine Vorräte auf. Wer nicht sparsam ist, den bestraft das Essen. Und sei vorsichtig mit stark gesalzenen Speisen. Zu viel Salz im Essen ist nämlich ungesund. Na, wie sieht's aus? Hat ja auch lange genug gedauert. Mit dem allergrößten Vergnügen präsentiere ich nun Chefkoch Schlemmermann mit dem allerersten Gang. Voila! Wie es scheint, gibt es zum Auftakt eine Vichysoise. Und schon geht sie ab, die Schlemmerschlacht!
Daddy! Dara! Ah, Weinbergschnecken. Tapfere Recken werfen mit Schnecken. Schlemmerschlacht! Meister seiner Zunft. Und schon kommt der dritte Gang geschwitzt. Ist das ein Anblick? Nizza-Salat, wie raffiniert. Auf die Plätze. Fertig. Schlemmerschlacht. Das gedacht. Schon wird es Zeit für den vierten Gang. Nimm's leicht. Eine leckere Hummersuppe. Lass den Hummer fliegen. Thank you.
Der fünfte Gang wird soeben serviert. Meine allerliebste Lieblingsspeise. Ein lieblicher Rüffi in Ruhe. Übersetzt ist das ein toter Fisch in weißer Soße. Ach, wie vulgär. Schlemmerschlacht. Eine Symphonie der Möglichkeiten. Trage nun deinen Namen ein. Eine virtuose Komposition geistvoller Vergnügungen. Als deine Freunde präsentieren wir das Auswahlmenü. Na endlich, hier wird gleich jemand eine Menge Spaß haben. Eine virtuose Komposition geistvoller Vergnügungen. Oh, ach, wir sind topfit und voller Tatendrang. Und wieder verlässt uns ein armer Pantomime. Auf Wiedersehen. Tschüss, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, den Abspann zu präsentieren. Au revoir. Na gut, wir haben ja auch noch was anderes zu erledigen. Ciao! Wahnsinn, wie das hier flutscht! Sind ja wohl die wahren Narren. Komm doch mal.